Dämonen treiben sich hier rum und wir müssen irgendwie an ihnen vorbei oder sie erledigen, irgendwie von hinten uns anschleichen. Sehr schöne Kreaturen, äußerst sympathisch. Ja, wirklich, also, naja, wir werden das irgendwie überstehen. Schauen wir uns mal um. So einen möchte ich gerne als Haustier haben, übrigens. Obwohl, nee, nicht wirklich. Ein Dämon als Haustier sich wünschen, ist, glaube ich, immer das Falsche. Wir erinnern uns an Exorzist und all solche Geschichten, die nicht gut ausgegangen sind. So, jetzt schnell, komm. Ja, Mann. Fuck, ich habe mich verklickt. Jetzt ist er hinter mir her und jetzt ist er wütend. Boah. Hilfe. Unschöne Kreatur. Nix da, du bist mich so schnell nicht. Weich ihm aus. Okay, er verschwindet. Huiuiui. Sucht er uns immer noch? Er wackelt da irgendwie rum. Alter Schwede, das mit den Dämonen finde ich verdammt hart. Nicht nur, dass es voll schockt, sondern auch, weil das gar nicht mal so leicht zu erledigen ist. Okay, jetzt dreh dich doch mal um. Ich muss warten. Ich muss wieder den richtigen Moment abpassen und dann auch die richtige Combo aktivieren. Jetzt aber. Stirb! Kreatur der Finsternis. So, da war noch ein weiterer. Den knüpfen wir uns auch noch vor. Wenn er sich umdreht, war es sein Fehler. Sympathisch sehen die aus, oder? Okay. Was zur Hölle? Ich konnte ihn irgendwie nicht packen. Shit. Er durchsucht die ganze Geisterscheinung in den anderen Räumen. Aber ich kann ihn währenddessen wohl nicht angreifen. Er gibt nicht auf. Ah, hier bin ich. Und er ist wieder zurück. An seinem angestammten Ort. Oder ist was zum Sammeln? Lillian und Lillian. Wenn Ronan Lillian sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch verkompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihr benannte. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Interessant. Julias Gedanken. So, den hätten wir. Mann, das war ja mal was. Oh, ein paar neue Persönlichkeiten. Wir können sie allerdings nicht belauschen oder ähnliches und auch keine Gedanken lesen. Allerdings können wir von Geisterseele zu Geisterseele. Okay, gehen wir weiter. Was geht denn hier? Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung. Ein weiterer Geist? Wer redet hier? Sind das die Geister? Nein. Oh, Snowboarder scheinbar hier. Oder? Ja, ich glaube, es war ein Snowboarder auf den ersten Blick. Was liegt hier auf dem Boden? Jede Menge Klamotten. Wohnung ein bisschen unordentlich, aber nicht unbedingt die kleinste Bude. Wie das Benzin gerade ist. Ja, der helle Wahnsinn. Hier rumhängt, wer braucht kein Benzin. Guter Einwand. Sehr guter Einwand. Mein Geburtstag dauert eh nur noch ein paar Stunden. Dann kehren wir ins echte Leben zurück. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? So ist es oft im Leben. Es sei denn, du spielst eine Runde. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden.
Okay. Das ist also ihre Party und sie spielen auch Gitarre. Was ist noch eine Poster hier? Das ist nice. Ein nasses Grab. Ich werde da bestimmt noch was übersehen, dann werde ich angeschimpft wieder. Saraza, du bist so doof. So reden wir mal mit dem Geist. Hey, du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon, danke. Ah, den Kerl kennen wir doch. Das ist doch der eine, oder? Vom Anfang. Bin mir nicht sicher. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles abgesucht. Das war die Wohnung. Ah, interessant. Wohnung 3B. Wir müssen weiter nach oben. In den dritten Stock. Liegt hier noch irgendwas rum? Okay, Leute. Ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ja, ist das Gebäude sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Nein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber Sie sind sich ziemlich sicher, dass er nicht mehr hier ist. Officer Morgan, loses Mundwerk? Sie wollen bloß wissen, ob hier ein Mörder rumschleicht. Entspann dich, okay? Ma'am. Oh Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Wenn Sie keinen Verdächtigen festgenommen haben, woher wissen Sie dann, dass er nicht mehr hier ist? Ja, woher wissen Sie das? Eigentlich klingen Sie jetzt doch nicht mehr so sicher. Kann ich für ein paar Tage bei dir bleiben? Ich verstehe Ihre Besorgnis. Wüsste es aber zu schätzen, wenn Sie einfach weitergingen und uns arbeiten ließen. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Die Bevölkerung ist ängstlich, die Nachbarn natürlich auch. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Warum antwortet Agile nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Mann, warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ja, aber lass das mal, Jill. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Scott sollte sich mal entspannen. Die Polizisten sind unterschiedlicher Meinung. Da war noch gerade Geistwesen. Kann ich wieder was zusammenbasteln? Noch vier mehr zum Aufdecken der Geschichte. Okay, und hier ist auch irgendwas, aber hier taucht keine Option auf, was ich damit machen könnte. Ich weiß es also nicht. Vielleicht sind das Geistesrückstände oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich will auch durch die Wand gehen. Da sind doch Geister. Wenn ich näher komme, sind die weg. Verschwinden die einfach. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterinnen erkundigt. Geschenk meiner Mom. Lillian. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Warum war der Mörder hier? Antwort finden. Suche in der Wohnung nach Hinweisen. 14 Hinweise gibt's hier.
Alles klar. Du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten. Aber oft ist eine sorgfältige Erkundung des gesamten Tatortes notwendig. Alles klar, dann schauen wir uns erstmal um. Was weiß er? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Nun gut, das ist nicht wirklich ein Hinweis. Beweisstück 8. Ein Kerzenständer. Anzeichen eines Kampfes. Ja klar, meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Der erste von allen Hinweisen. Mein letzter Kampf. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen, der Typ ist stark. Und das ist das Fenster. Das Fenster, aus dem ja, der Mörder mich geworfen hat, pipapo. Aha. Du kennst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Details analysieren. Das ist das Mädchen. Sie ist sich versteckend. Oder? Verängstigt. Und beobachtend? Sie hat alles gesehen. Es gab eine Zeugung meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Das ist das Mädchen, die Mieterin, natürlich. Wenn die noch lebt. Warum sind wir hier in dieser Wohnung gelandet, zur Hölle? Was hat die damit zu tun? Warum war der Mörder hier? Warum waren wir hier genau? Wir wurden gerufen, so viel wissen wir. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Erinnerung der Profilerin. Aha. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Joys Sicherheit. Okay, gut zu wissen. Weitere Details. Vielleicht hat der Mörder ja auch die Frau unseres Charakters umgenietet. Das könnte auch sein, dass er die umgebracht hat. Vielleicht hängen die Tode zusammen. Das hat Ronin ja deprimiert. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Oh, das ist natürlich interessant. Alles klar. Die hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Den hatten wir ja schon mal uns vorgeknüpft. Eine weitere Enthüllung. Das ist der Mörder. Zielsicher. Und weggehend? Dann ist es natürlich suchend. Ich dachte, er würde schon den Ausgang nehmen zu diesem Zeitpunkt. Aber vielleicht hat er noch Cassandra gesucht. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht. Oder nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Vielleicht liegt das mit dem Medium zusammen. Cassandra. Ihr wisst Bescheid. Da liegt noch was. Treffen mit Ronans Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freue mich darauf und Ronans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ha? Ronans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuche er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Er war süß. Und Lillian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, sie versteht, wie sehr ich sie mag.
Alles klar. Julia mochte also die Eltern von Ronan. Immer schön umschauen. Was haben wir da? Psychologische Kinderzeichnung? Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Dies scheinen psychologische Skizzen zu sein. Okay, das haben wir bereits auch. 7 von 14 Hinweisen. Die Waffe. Lillian. Meine Primärwaffe. Moms Geschenk. Ich hatte 2 Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel! Ah, eher Hölle. Noch 3 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Ich hoffe, ich habe die 3 nicht übersehen. Kann gut sein. Auch wenn ich mich gut umgeschaut hatte, aber passiert. Okay, mal hier durchwatscheln wieder. Ich muss dieses Zimmer systematisch absuchen. Und verlassen will ich hier noch nichts. Aber vielleicht muss ich mal auf den Balkon schauen. Allerdings will ich... Vielleicht sollte ich das mal probieren. Nicht, dass du den Tatort verlässt. Das wäre ein bisschen blöd. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier wegkomme. Ah, alles klar. Also das ist wirklich der Ausgang. Nicht irgendwie auf den Balkon gehen oder so. Was haben wir hier noch übersehen? Wo sind wir hier drin? Hat der hier irgendwas gesucht in diesem Schrank, der Mörder? Ich muss da nochmal rüber gerade. Was hat er hier gesucht? Kann er nicht durchgehen? Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, das gehört auch nicht zur Ermittlung. Es muss doch mehr Hinweise geben. Ja, die Fensterscheiben haben wir ja bereits untersucht. War ich nun auch schon mehrmals. So kann ich übrigens mir die Geister und Dämonen anzeigen lassen, aber leider keine weiteren Hinweise. Was ist hier? Ein- oder auspacken. Gepackter Koffer. Wem jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Okay. 9 von 14 Hinweisen. Ich werde mal weitersuchen, das ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr euch jetzt hier nicht langweilt. Vielleicht habt ihr die anderen Hinweise ja schon gesehen. Aber ich finde sie irgendwie nicht. Hier liegt ein Buch. Spirituell. Buch über Geister. Ein Buch über Geister. Um verschiedene Reiche. Der Mörder damit was zu tun hat? Ist auf jeden Fall der nächste Hinweis. Was damit? Können wir da auch irgendwas öffnen? Ich finde, die Gegenstände sind halt auch schwer gekennzeichnet. Deswegen setze ich jetzt ab und zu Schnitte rein. Weil bevor ich euch hier mit Suchen langweile, ganz ehrlich, cutte ich das lieber ein bisschen zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht war der Mörder ja wirklich wegen dem Buch über Geister da. Ich habe jetzt hier echt keine anderen Hinweise gefunden. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich nur eine ganze Ecke suchen. Also es ist nicht leicht, muss man sagen. Ihr habt es wahrscheinlich vielleicht schon gesehen, ein paar Sachen. Aber ich werde mal probieren, Buch über Geister. Und das ist es auch nicht. Seht ihr? Uiuiuiui. Dann muss es was anderes gewesen sein. Und es war bestimmt nicht Moms Geschenk, oder? Weil dann hätte er es ja mitgenommen. Beschädigte Wand. Kann es ja auch nicht gewesen sein. Anzeichen eines Kampfes. Gepackter Koffer. Der suchende Mörder ist es einfach.
Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das war das Ende von Ronan. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Ja, wo sie hingegangen ist, das werden wir erfahren in der nächsten Episode. Aber jetzt werden wir noch diese schönen Ermittlungen abschließen. Denn das war ja ein Erfolg. Allerdings haben wir nur 11 von 14 Hinweisen gefunden. Die anderen drei sind mir nicht enthüllt geblieben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo die waren. Das würde mich interessieren. Und wir werden dann in der nächsten Episode herausfinden, wohin das Mädchen gegangen ist. Denn ich spiele hier auch schon mitten in der Nacht. Es ist schon sehr, sehr spät. Und deswegen muss ich mein kleines Päuschen einlegen. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Mitschauen. Heiliger Bimbam, da tauchen jetzt auf einmal Dämonen auf, die uns ans Leder wollen. Uiuiuiui. Das kann ja noch heiter werden. Vielen Dank fürs Mitschauen und bis zur nächsten Episode von Let's Play Murdered.